deinem Leben gab es einmal einen Punkt, wo du erfasst hast, dass der Glaube an Jesus real ist und wo du dich für Jesus entschieden hast, wo du ihn Herr deines Lebens hast werden lassen, wo er König in deinem Herzen geworden ist. Und es gibt auch dieses Verlangen in deinem Leben, dass andere Menschen genau die gleiche Erfahrung machen können, dass sie genau so in den Glauben hineinkommen können, in eine wirklich aktive, lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Vielleicht bist du mit Menschen im Gespräch über den Glauben. Vielleicht hast du schon für viele oder einige gebetet, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und vielleicht ist das genau dein Antrieb auch, dass du sagst, ich möchte, dass jemand in meiner Umgebung das erfasst. Aber vielleicht ist es dir schwierig, richtig zu erklären, wie ist das denn mit dem Glauben? Wie geht das denn mit dem Übergabegebet? Und dazu haben wir uns von Gottes Haus überlegt, dass wir dieses kleine Heft herausgeben. Es ist eine Hilfe für Menschen, in den Glauben hineinzukommen, einen Schritt des Glaubens zu wagen. Und es ist eine Hilfestellung für die Menschen, die andere hineinführen wollen in diese lebendige Beziehung zu Jesus. Wir haben ganz viele davon gedruckt und du kannst sie kostenlos bei uns über Gottes Haus erwerben. Und wir wollen dir einfach dabei helfen, dass du mit jemandem sprechen kannst, willst du einen Neuanfang mit Jesus machen? Wir haben nicht die Absicht, dass das jetzt systematisch in alle Briefkästen verteilt wird, sondern von betenden Herzen getragen wird. Betende Herzen heißt, ich stehe für jemand ein, dass er zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus kommt. Du kannst gerne diese Hefte bei uns bestellen. Wir schicken sie dir gerne kostenlos zu, denn unser Anliegen von Gottes Haus ist es, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, dass Menschen eine lebendige Beziehung zu Jesus bekommen und dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Gott hat mehr für dich.